Am 22. Oktober fand in der Mehrzweckhalle am Wehr in Großörna der dritte Sons of Darts Cup statt. Zahlreiche Teilnehmer kamen dazu aus nah und fern, wie uns Markus Winter vom gastgebenden Verein Sons of Darts Hettstedt verriet. Wir sind heute hier in der Mehrzweckhalle in Großörna, grüßen alle Teilnehmer zur dritten Auflage unseres Sons of Darts Cups. Durch 2 Jahre Corona-Pause mussten wir leider warten, heute sind alle stark motiviert, möchten an dem Turnier teilnehmen, haben heute 128 Teilnehmer aus 4 Bundesländern, aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Viele private Leute, aber auch viele Vereinsmitglieder aus anderen Vereinen. Und wir versuchen heute einen bestmöglichen Turniersieger zu führen. Für die Veranstalter war dieses Wochenende ein erfolgreiches. Gab es doch viele tolle Momente, Teilnehmer, Zuschauer, Helfer und Sponsoren. Auch geht ein Dank an alle, die für die Durchführung des bislang größten Darts-Turniers sorgten. Die über 100 Teilnehmer fingen am Samstagmittag an, sich an die Scheiben zu machen. Alle waren heiß und extrem diszipliniert. Und so spielte jede der 16 Gruppen die Gruppenphasen eigenständig und zügig durch. Unterstützt wurden die Veranstalter auch durch die Jungs von 2K Dart Software, durch die mit ihrer Software der reibungslose Ablauf erst möglich wurde. Am Abend war dann auch das letzte Spiel der Gruppenphase vorbei und es ging in die erste K.O.-Runde mit den besten 64 Mann des Turniers. Gestartet waren die Sons of Darts Hettstedt gleich mit 16 Mann, wovon es die Hälfte in die K.O.-Phase schafften. Unter die besten 32 kämpften sich 2 weitere und am besten Schnitt an diesem Tag Markus Müller ab. Am Ende schafften es auf Platz 3 gleich 2 Teilnehmer, Steven Mehl und Carlos Eichler. Die besseren Nerven im Finale bewies Keith Petzold und konnte sich am Ende als Sieger des dritten Sons of Darts Cups krönen. Platz 2 ging im Übrigen an Oliver Ufer. Die Veranstalter sehen indes optimistisch in die Zukunft und schauen, was sie im nächsten Jahr zum vierten Sons of Darts Cup noch ändern können.